Wenn die Kohle nicht mehr genügt, ich weiß, du hast dich echt bemüht. Mach ne neue Pfeife an. Willkommen im Shisha-Bar. Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Review von Shishas von Augsburg für euch. Ja, Kevin, was hast du denn mal wieder gekauft? Was hab ich mir mal wieder gekauft? Ja, und zwar hab ich mir den 2.0 Tabak von Fruchtrauch besorgt, gekauft. Naja, mehr oder weniger. Und zwar ist das der EMP. In der 1 Kilo Version mit. Nein, das sind 500. Also, erstmal die Dose. Für die, die ihn nicht kennen, so sieht die Dose aus oder der Eimer. Ja. Das ist ganz praktisch. Und das sind 500 Gramm Tabak? Das sind 500 Gramm Tabak und die kosten, glaube ich, 36,90. Genau, ich sehe jetzt gerade die erste Zahl nicht. Und dazu gibt es 500 Milliliter Melasse dazu, die man sich kaufen muss. Die kosten 17,90 Euro. 17,90, genau. Und schüttet man dann zusammen und am Ende kriegt man circa 1,1 bis 1,3 Kilo rauchfertigen Tabak. Wer braucht so eine Menge? Ja, eigentlich ist der Tabak für Shisha-Bars eigentlich gedacht, ursprünglich, aber ja, ich habe meine eigene Shisha-Bar hier zu Hause. Ja, genau. Auf jeden Fall, ursprünglich war der halt für Shisha-Bars gedacht und naja, jetzt kauft halt sich jeder. So. Und gedacht war das eigentlich auch so, nicht, dass er eine Woche ziehen muss, sondern dass die Shisha-Bars den am Vortag anmachen und dann am nächsten Tag gleich verkaufen können. Schüler bis hierher. Ja. Okay, also. Ich zeige euch mal den Schnitt von dem Tabak. Aber das riecht echt intensiv. Also, der Geruch ist wirklich krass. Ja. Der ist so intensiv. Also, ich zeige euch mal Schnitt, also ich kann ja ein bisschen rumwühlen, also man hat so gut wie keine Äste. Ich habe jetzt vielleicht in der ganzen Dose bis jetzt 2-3 Ästchen oder sowas gefunden. Also und der Schnitt ist wirklich super. Wie gesagt, das Ganze ist von Fruchtrauch und da bin ich eigentlich eh in einen guten Schnitt gewohnt. 2.0. Ja, 2.0. Genau. So. Geruchstechnisch, das Ganze. Steck den Kopf rein. Nein, das Ganze riecht für mich nach einer Mischung aus Voltage, also aus Social Smoke Voltage, Ultimate White mit einem Schuss Birne. Und irgendwie Zitrone. Irgendwas. Ja, ist ja eben das wie. Voltage halt, dieses. Will war extrem feucht. Wenn das selber anmacht, ist ja meistens immer feucht. Ja. Aber ist schon. Und die Menge. Ja. 24 Stunden hat er jetzt gezogen. Genau. Wir haben zwar schon mal Test geraucht, aber da waren wir noch nicht so ganz überzeugt. Ja, noch nicht ganz. Noch nicht ganz. Genau. Und wir werden das Ganze wieder mal im Brohood rauchen. Einfach um fair zu sein und um alle Tabaksorten, die wir testen, gleich zu bewerten zu können. Genau. Jetzt bauen wir erstmal ein Köpfchen. Das allein, das Kopfbauen, ist schon eine echte Herausforderung aus so einem Rieseneimer. Ja, am Schluss, da kippt man so um und da liegt schon die Kilo, liegt schon der ganze Kilo auf dem Bord drauf. So. Schauen wir mal. Ja, und hier kommen schon die ersten Tabaklawinen runter. Zeig mal. Ja, ein bisschen muss noch. Kleines bisschen noch. Oh mein. Genau. So. Also. Kopfbau. Wieder so, ja. Dreiviertel voll. So passt es, so auch. Das Ganze mit dem Brohood-Aufsatz und 3 Coco Bass 2.0 Kohlen. Ha, da wären wir wieder beim 2.0. 2.0, ja. Da ist ein bisschen Asche drauf. Jo. So, Dose wieder zu. Ich schau mal, was die Kohlen machen. Stellen wir mal hier vorne hin. Ja, da seht ihr das nicht. Egal. Wo hast denn du den? Da vorne steht der Kohlekorb. Genau. Hast du die Zange auch? Ja, die hier. Man sei gleich schon mal von vornherein nicht wundern, wenn eine Katze durchs Bild springt. Ja. Meine Katze will auch gern mal ins Internet. Ja. Kann unter Umständen vorkommen.
Ist unser Maskottchen. Ja, Shisha-Käse. Genau. Dann holen wir die Kohlen drauf. Bist du denn des Wahnsinns über meinen Teppich, das Ding, das Zeug anzupusten? Ich glaub, du hängst. Ich darf das. Du darfst es nicht. Ach komm schon. Es gibt's einer auf dem Sack. Oh. So. Nein. Ja, kannst du, ist okay. Genau, und falls sich vielleicht einer wundert, warum wir so mehr oder weniger fertig sind. Wir haben heute schon ein bisschen Stress hinter uns. Wir hatten heute unseren ersten Tag, Videodrehtag für den Song, den Shisha-Song. Da waren wir eben beim Herr Dabes im Wasserpfeifen-Traumland. Sollte jedem Shisha-Raucher geläufig sein. Hersteller und Importeur von Amy Shisha und Tabak. Ja. Und ja, es war auf jeden Fall sehr lustig. Ja, und anstrengend. Und anstrengend, ja. Ja, wenn die Kundschaft reinläuft und dann... Genau, wenn die Kundschaft zwischen reinläuft, das ist schon echt nervig. Mhm. Ja. Deshalb alles versaut. Also wir werden jetzt den Tabak erstmal anrauchen. Genau. Und dann melden wir uns mal wieder, wenn wir fertig sind. Wenn wir angerauchen. Genau. Also, bis gleich, Leute. So, Jungs und Mädels, da sind wir wieder mitten noch in der Anbauphase. Wir möchten die Zeit einfach jetzt noch kurz nutzen, bis so das Rauchvolumen da ist, was wir uns erhoffen. Oder wo wir vorher gesehen haben. Was wir vorgesehen haben, genau. Über eine Kleinigkeit zu sprechen, genau. Und zwar geht es darum, der René hat... Das bin ich. Der da, der Affe da. Ja, das bin ich. Hat eine Kleinigkeit gebastelt, weil er zu viel Langeweile und Freizeit hatte. So wie du? Jo, und zwar wollen wir euch, dass ihr immer aktuell bleibt, habe ich für euch eine kostenlose App gebastelt. Die könnt ihr dann runterladen. Die ist dann da unten in der Beschreibung drin. Bei irgendeinem Uploader wird das dann sein. Aber ist auf jeden Fall kein Virus drauf, also keine Angst. Ich spioniere euch nicht aus, das ist nicht die NSA. Auf jeden Fall kann ich es euch mal kurz zeigen. Oder vielleicht doch. Die Shishas und Augsburg App wird einfach wie eine normale App dann installiert, runtergeladen, installiert. Dann klickt ihr drauf und dann bekommt ihr hier erstmal unsere Informationen. Dann hier komplett unsere neuesten YouTube-Videos oder allgemein halt unsere ganzen YouTube-Videos. Dann die Fotos von Facebook. Zum Beispiel, wo wir heute... Moment, wo ist denn? Hier, halt da. Wo wir heute zum Beispiel das Foto gepostet haben, ist dann direkt drauf, also gleich alles aktuell. Und ja, auf Facebook könnt ihr dann auch noch unsere ganzen Posts sehen. Und ja, also könnt ihr hier auch noch, wenn ihr uns irgendwie schreiben wollt oder so, entweder halt eben per Facebook-Chat oder halt per E-Mail, wie ihr wollt. Und ja, das beinhaltet die App alles. Einfach installieren. Auf dem Homescreen ziehen und immer aktuell bleiben, was Shishas auf Augsburg angeht. Genau. Wir beide haben heute die Chance, also was heißt die Chance? Wir haben uns heute gedacht, wenn wir schon im Traumland sind, dann können wir da auf jeden Fall nicht weg ohne ein kleines Giveaway. Deswegen haben wir uns einfach mal so ein schickes Amy Deluxe Glasmundstück geholt, so ein ganz normales, gerades. Ungebogenes, 30 cm lang. Ungefähr, schätze ich jetzt mal. Ja. Ich habe jetzt nichts zum Nachmessen. Kennt ihr länger? Sagen wir 40. 40 cm ungefähr. Und ist auch so kurz zu rauchen, muss ich sagen. Hat überhaupt gar keinen Widerstand oder so. Genau, uns ist gerade einer Kleinigkeit aufgefallen, bei der Adrosphase auf der Packung vom 2.0. Hinten ist der schöne Satz draufgedruckt. Ja, wie man sehen kann, we love Shisha. Ja. So ist es ja dann auch. Hier nochmal das Frucht-Rauch-Logo. Finde ich ganz lustig. Ja, Shisha-Liebe verbindet. Auf jeden Fall. Ja. Jetzt ist der Tabak mal so halbwegs angeraucht. Mal die Kohlen abaschen. Die Rauchentwicklung wird auch noch wahrscheinlich dann steigen. Mit Sicherheit. Ich hoffe. Jetzt wäre das eine ziemliche Enttäuschung.
etc. Der Rauch wird auf jeden Fall noch dichter. Der Geschmack wird auch intensiver. Ja gut. Also zum Geschmack kann man ja jetzt schon mal was sagen. Also vom Geschmack her ähnelt das Ganze auf jeden Fall dem Geruch. Aber mehr in diese Voltage-Richtung. Dieses Vanilleartige ist ganz dezent im Hintergrund und von der Birne, die man leicht rausriechen kann, wie ich finde, merke ich jetzt persönlich eigentlich gar nichts. Nee. Man merkt halt am Anfang, wenn man den Rauch einzieht, dass es leicht bitter ist. Also da hast du erst auch mal ein bisschen die Gesichter verzogen, weil damit wir es nicht gerechnet haben. Ja, genau, wir haben ihn ja schon mal kurz Test geraucht. Genau. Heute im Raum. Ja, ist so schön, vor der Arbeit kommt das Vergnügen. Richtig. Ja, und ja, schmecken tut er recht gut. Ist ziemlich fruchtig beim Ausatmen. Ja. Und ja, also kann man eigentlich auch nur weiterempfehlen. Mal schauen, vielleicht holen wir uns dann noch die ganzen anderen Fruchtrauch 2.0. Ja, vielleicht nicht alle, weil es ja noch ziemlich paar, ja. Man kann ja mal das Preis-Leistungs-Verhältnis aussehen, was du gerade da schon in der Zwand. Wenn das mein Handy ist. Ja. Was haben wir jetzt für den ganzen gezahlt? 36, schlag mich tot. Zeig dir gleich 36. Ja, Steuermarke, scheiße, jetzt habe ich sie abgepoolt. Ja. 36,90. Die wurde von rumgeschmissen hast. 36,90. Ah, da liegt sie ja noch. Ja, 36,90 plus 17,90. Sind wir bei 55. Sind wir bei 54,80. Letztes Mal, wenn man so ein Kilo rauskriegt, dann sind wir ungefähr bei 5,40 €, also um die 5 Euro für 100 Gramm und das ist eigentlich okay. Ja. Das ist auf jeden Fall ein Kauf wert. Ja, finde halt das Fruchtrauch ist und alles und der neue. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja, und man sieht auch, der Rauch wird von Zug zu Zug dichter. Ja, genau. Also das Husten war jetzt nicht, weil der Tabak kratzt oder so, weil ich mich einfach nur verschluckt habe. Das war sehr angenehm zu rauchen, drückt mich. Ringe kriege ich halt auch nicht hin, bei 3 Stunden Schlaf. Ich auch nicht. Ja. Na gut, auf jeden Fall. Der Tabak kriegt von uns auf jeden Fall eine Empfehlung. Stempel. Shisha Zone Augsburg getestet. Auf jeden Fall. Ja, ja. Dann würde ich mal sagen, freuen wir uns auf jeden Fall über ein bisschen Support von euch. Auch ja, eben mit dem Song jetzt das Ganze. Ist halt echt ein riesen Aufwand, dass wir da noch nebenbei Zeit finden. Auch verschluckt. Dass er da auf jeden Fall auch Zeit für ein Review finden. Puh. Dreh vom Dreh zum Review, dann wieder zum Dreh. Ja? Los geht's. Yeah. Dann auch noch Partys nebenbei. Oh yeah. Naja, egal. Also, wir wünschen euch auf jeden Fall guten Rauch. Schöne Osterfeiertage. Auf jeden Fall. Sind wir gerade mittendrin hier. Genießt das lange Wochenende. Mhm. Auf jeden Fall. Für alle, die arbeiten müssen, zumindest. Ich glaube, die Schüler haben ja Ferien oder so. Die haben ja Osterferien irgendwie. Die sitzen eh nur daheim faul rum jetzt. Rauchen Shisha. Genau. Für die Leute, die arbeiten müssen, so wie wir, schönes langes Wochenende, wie gesagt. Und dann würde ich sagen, sieht man sich beim nächsten Video und auch dann im Song, wenn er mal fertig ist. Genau, wenn er fertig wird. Also dann, haut rein. Servus. Ciao.